funkelnder Kristall. Okay. Kann ich das nochmal machen? Nö. Ein bisschen sehr viel Sammelsurium hier, ne? So, jetzt ist die Frage, wohin machen wir jetzt einen Schuh? Ich würde erstmal da oben raus. Und laut meinem Kompass da oben scheint mir da auch ein Tor zu sein. Das ist die letzte seiner Skizzen. Vermutlich gibt es bald einige neue Schwerthefte. Das ist ja toll. Und hier ist ein Tor, jawohl. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ah, okay, cool. Dann lass uns mal schnell... ...zu Knatterazongen gehen. Zu dem kleinen Ratterhörnchen. Ja, ich habe in Odins Bibliothek darüber gelesen, wofür das Gjallarhorn gedacht ist. Von einem Gott geblasen, klingt es durch alle Welten und harmonisiert den Raum zwischen ihnen. Liest man es etwa bei Tirs Tempel? Werden alle Weltentürme des Reiches auf einmal geöffnet? Eine ganz schöne Schwachstelle. Warum hat er es nicht einfach zerstört? Manche Artefakte widerstehen der Zerstörung. Tja, wir sollten Freya davon berichten. Nee, nee. Erstmal müssen wir mit dem Eichhörnchen reden. Dann geht's wieder zurück. Hallo, da musst du mit dir reden. Ein Zufall. Ich brauche deine Hilfe. Sprich. Der Baum ist ziemlich überwuchert. Und? Und wenn er zu wild wächst, besteht die Gefahr, dass die Äste herunterfallen. Was nicht ideal ist, da sie ja die ganzen Welten halten. Ich bin kein Gärtner. Was für ein Schock. Nein, es bedarf keiner gärtnerischer Fähigkeiten von dir. Aber halte bitte nach den Hirschen der vier Jahreszeiten Ausschau. Normalerweise kümmern sie sich um den Baum. Unglücklicherweise fand es Bitterkeit lustig, Arroganz anzustiften, sie freizulassen. Wenn du die Hirsche auf deinen Reisen findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir hilfst, sie nach Hause zu bringen. Ich würde eins meiner Eichhörnchen darauf ansetzen, aber sie sind mit ihrem Futter beschäftigt. Und das liegt wohl daran, dass es das Beste in den neuen Welten ist, nehme ich an. Wir haben diese Hirsche gesehen. Großartig, dann brauchst du etwas Futter. Sobald du sie gefunden hast, sollte das Futter sie beruhigen. Dann wird einer meiner Geister sie hierher führen. Und, bitte isst das Futter nicht. Keine Angst. Bitterkeit fragte mich, ob ich zu feige sei, sie freizulassen. Ich bin aber in der Tat in keinster Weise feige. Also hatte ich, wie ihr seht, keine Wahl. Ja, natürlich. Was hättest du auch sonst tun können? Das wäre ein ganz harmloser Scherz, wenn Fimbulwinter sie nicht von ihrer Rückkehr abhalten würde. Und jetzt sind sie verstreut und niemand weiß wo. Das war's wert. Und? Hast du diese Lindwürmer gefunden? Wie gewünscht. Der hier hat eine starke Persönlichkeit. Zum Glück kenne ich mich damit gut aus. Warst du schon immer ein übertrieben großes, unsterbliches Eichhörnchen, oder? Vergiss nicht, hübsch. Nein, ich war einmal ein ganz normales Eichhörnchen. Genauso groß wie diese schmächtigen, geisterhaften Versionen von mir. Ich war unscheinbar. Ich stieß ganz zufällig auf den Baum, als ich eigentlich hätte sterben sollen. Das Opfer eines willkürlichen Akts räuberischer Grausamkeit. Doch der Baum hatte andere Pläne für eine so unbedeutende Kreatur wie mich. Aber ich habe schon zu viel geschwafelt. Ich belästige dich nicht weiter, Meister Kratos. Ja, besser ist auch. So, dann lass mal ganz schnell gucken. Hielswart mit Musnif Alfwana. In Vanaheim. Das Tor.
die senken. Wohlan, lasst euch nichts zustoßen. In Wannerheim. Da waren wir heim. Zurück zum Krater. Wir haben dort noch etwas zu erledigen. Pirgir steckt noch in feindlichem Gebiet fest. Pirgir wird noch vermisst? Beeilen wir uns. Und? Das reicht. Ich erinnere mich. Mehr Futter zu Hause, komm schon. Ich muss sagen, es gefällt mir, dass wir den Hirschen nach Hause helfen. Ich hatte schon befürchtet, wir müssten sie töten. Ja. Du hattest schon vor, ihn zu töten, wenn er angreift, oder? Ja. Natürlich hat er das. So, dann holen wir gleich noch den zweiten vom Brunnen. Und der Brunnen, da mussten wir hier hin, ne? Und dann können wir uns hier weiter umgucken. Da. Frühling, Wiedergeburt, Erneuerung. Oh, ich hab den Duft dieser Blumen. Ja, haben wir schon gehört. Tut mir leid, Kleider. Komm einfach endlich zurück. Hat's jetzt eigentlich nochmal geruckelt? Oder lief nicht flüssig? Muss man eben zwischendurch fragen. Die Hälfte hätten wir, Muskelberg. Ich kann dich nicht leiden. Das höre ich oft. Zwei geschafft, die Hälfte hätten wir. Naja, die anderen beiden müssen wir erstmal finden. Das Tor geht nur von der Seite auf wahrscheinlich. Dann können wir erstmal wieder raus. Sehr gut, dann gehe ich mal davon aus, dass er erstmal weg ist. Wobei, es sieht halt teilweise so aus, aber jetzt gerade zum Beispiel. Mal mehr, mal weniger. Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur in meiner OBS-Vorschau so. Wer weiß das schon. Okay, wir sind da runtergegangen. Beziehungsweise wir sind hier lang gegangen. Dann da war, glaube ich, irgendwie noch eine Hexe oder sowas. Oder ein Geist. Da unten waren wir dann überall. Bis auf den Drachen, da kann man aber nicht weiter. Naja, die Nummer da oben ist rum. Echt jetzt? Ist hier ernst? Achtung, über dir! Ja, überall mir. Das
muss da ja erstmal hochkommen. Pfeile und dann Angriff! Du weißt, wie es läuft! Wir werden auch wieder geheilt, ne? Himmelsaltar, wie komme ich denn da rauf? Autsch. Du kommst klar? Ja, ja, mach dich nicht nass. Wirbelwinde, etwas klein, vielleicht magisch. Sie sind etwas seltsam. Was sollen wir deshalb unternehmen? Ich weiß nicht. Vielleicht verändern sie sich, wenn wir nachts hier sind. Wie sollen wir zu Pelgil kommen? Es führt kein Weg über die Schlucht. Dann schauen wir nach einem anderen Weg. Okay, ich kann den jetzt nicht benutzen. Ich muss irgendwie da hochkommen. Aber wie? Dann muss ich irgendwie von der anderen Seite raufkommen. So, ja, warte, ich bin doof. Ich bin doof. Warte, warte. Die hier vorne gleich links abbiegen. Gedächtnis erst grüßen, ne? Weil er ist nämlich auch noch da hier. Ach, guck mal hier. Der Ort hatte schon bessere Zeiten. Und noch ein Kristall für den Teich. Ich hab den Kristall übersehen. Das sieht sehr unnatürlich aus hier, als ob da einer mit Feuer was geformt hat oder eine Riese. Ist auch alles sehr riesig hier, ne? Könnte natürlich sein, dass das einer der Riesen war. Liebe! Wie bitte? Das Rätsel! Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Liebe! Was für abartige Beziehungen hast du denn bisher geführt, Mimir? Das ergibt null Sinn. Ich stimme zu. Also bitte, von euch zwei Stoffeln lasse ich mir ganz sicher nichts über Romantik erzählen. Ach, euch zwei Stoffeln. Wird größer, je mehr man wegnimmt. Oh. So, hier nicht. Das wird gehen. Ja. Abwehr und Runenkraft werden dann, ne? Oh, der hat sogar 3. Ist aber ein bisschen schlechter, hätte aber noch Stärke mit drauf. Ich bräuchte einen mit Abklingzeit und Runenkraft. Mit Glück brauche ich nicht. Ich bin dazu geneigt, mir den hier zu nehmen. Aber können wir nicht, weil wir keine göttliche Asche haben. Ho, ho. Ja, dann mache ich den einfach besser, oder? Ja, komm. Hau rein. Oder geht sogar nochmal. Gleißender Kristall, 20 Stück, und dann ist der full. Schaden kann es ja nicht. Hier geht nicht. Hier geht noch was. Mit rein. Wieso habe ich den nicht in Benutzung? Der hat mehr Stärke, Ruhmkraft und Abklingzeit. Vitalität und Glück ist mir egal. Ach, weil ich den auch nicht herstellen kann. Verflucht! Verflucht seist du! Aber dann will ich den nicht verbessern. Ich brauche
Wo kriegt der noch göttliche Asche her? Ich habe, glaube ich, bisher nur einmal göttliche Asche gefunden. Und das ist jetzt nicht so überragend. Einen besseren Schild haben wir eh nicht. Mit Abklingzeit. Stehen. Damit hältst du ordentlich aus. Ja, wir hoffen. Brauchen wir lodernde Glut als nächstes. Und hier haben wir, glaube ich, auch nichts Besseres, ne? Der hat nämlich Runenkraft und Abklingzeit, jo. Damit brichst du einige Knochen. Brauchen wir einen strahlenden Kristall. So, Rüstung. Drachenschuppenrüstung. Stärke und Abwehr. Okay, die ist für... einfach nur draufhauen. Also quasi so ein bisschen tankmäßig. Ja, das ist okay. Die ist schon hart, die ist schon heftig. Steinbjörn ist auch schon heftig. Ja, die geht schon ab, ne? Also, ja. Aber nein. Ja, unsere ist jetzt schon besser, ne? Ja. Ja, die Stärke ist immer so eine Sache. Ja, wir haben hier echt viele Asgarder Barren gefunden. Junge, Junge, Junge. Können wir aber nicht durchtrimmen. Verdammt! Bin ich gut oder was? Ja. Das Ding hat zu wenig Stärke, ansonsten würde ich es nehmen, weil die gute Runenkraft hat, aber Stärke ist ja auch entscheidend. So, die können wir machen. Ansonsten ist da, glaube ich, nichts dabei. Ne, ja, okay, Runenkraft und Abklingzeit, alles klar. Wo rein? Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Gehärtete Überreste. Oh, und Hacksilber fehlt uns jetzt so ein bisschen. Den Berserker-Dingens. Brauchen wir auch gehärtete Überreste. Da geht sonst nix. Brauchen auch mehr Berserker-Rüstung. Das ist echt gut. Ich war noch nicht fertig. Laden Sie das Schwert auf, um Gesundheit zu opfern und Schaden basierend auf der verlorenen Gesundheitsmenge. Nee, ja, genau. Gesundheit. Gesundheit ist das, was mir immer fehlt. Asche Schwar? Nö. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen Stein, okay. Noch eine Seidel-Gruppe. Du weißt, was getan werden muss. Ja, ja. Ich kann sie verlangsamen. Sag einfach Bescheid. Alter, echt jetzt? Ah, weil die da hinten wieder reinhämmert, ne? Wo sind wir denn hier? Oh, das ist ein Tor. Hier sind wirklich viele Sailor. Ob Freya weiß warum? Okay, warte. Und die Frage ist, können wir die Dinger auch dängeln mit unserem Dingens? Dingelinges? So, das Gift hat sich, glaube ich, erledigt.
Ja, das hat sich erledigt. Da ist Tag-Nacht-Wechsel. Ein bisschen Wissen. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Gut, dass du das jetzt mal wieder sagst. Seydre, du verdienst nichts als Schmerz. Du hast das, was aus uns geworden ist. Dann hast du die Früchte deiner eigenen Arbeit. Diese Welt wird jeden Tag schmutziger und deiner Herrschaft selbst den kleinsten Widerstand entgegenzubringen, ist eine Freude. Wenn wir uns selbst verlieren, soll es so sein. Wenn die Unschuldigen leiden, ist dies nichts, an das sie nicht bereits gewöhnt wären. Wir sind nicht mehr länger deine Untertanen. Wir sind Seydre. So, hier können wir eine Nacht draus machen, aber will ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Erstmal den weg. Und dann will ich mal was ausprobieren. Geht das? Nein, das geht nicht. Okay. Das heißt, ich muss erst den... Nee, warte mal. Erstmal muss ich die Viecher hier wegmachen. Bevor die mir hier auf den Sack gehen. Ich kann noch nicht lange hier. Du brennst, Kratos! Also. Geht vorbei. Lass mal kurz das Feuer. Die Hörner brennen! Vorsichtig! Der Drache ist zurück und er ist wütend. Oberschmeichler! Von links! Verschwinde! Davon! Angriffs- und Rückzugstaktiken. Schlau. Es gefällt ihm nicht, dass wir hier sind. Was ist das? Oika. Hä? Was mach ich damit? Anscheinend noch gar nichts. Wahrscheinlich erst nachts oder so. So, dann lass uns mal... Müh zu langsam. Ach, die Reihenfolge ist, glaube ich, wieder entscheidend, oder? Ja. C. R. Muss ich die immer nur Dinge linsen? Jetzt? Ach, hör mal auf, jetzt so. Na also. Schön. So, da ist so eine Kackblume. Hm.
Boah, sind die hier überall oder was? Scheint nicht amüsiert darüber zu sein, dass wir hier kämpfen. Entschuldigung. Achtung! Über dir! Hau ab! Wieso greifst du ihn denn an? Rechts von dir! Ist ja gut. Er fliegt weg! Ja, besser ist so. Da kommen wir auch nur nachts weiter. Wartet, hier drüben! Noch einer. Was weißt du noch vom Tag deines Todes? Alles ist vernebelt. Ich weiß noch, dass ich nervös war. Diese Brosche. Ich wollte mit ihr um die Hand meiner Liebsten anhalten. Bitte, ich flehe euch an. Stellt mich wieder her. Stellt mein Gedächtnis wieder her. Dann kann ich euch alles sagen, was ich von diesem Tag weiß. Deine Überreste, wo sind sie? Ich schaute hinaus auf das Tal. Dann begann der Boden. Ich versuchte, einer einstürzenden Säule auszuweichen. Ich habe es wohl nicht geschafft. Ein weiterer von den Aasen vertriebener Geist. Odin muss wirklich wütend gewesen sein, als Freya ihn verlassen hat. Odin würde niemals aufhören. Deshalb hat er Thor hierher geschickt. Und was ist mit Fey? Hat sie Thor herausgefordert? Oder Odin? Wer weiß. Aber die Wahrheit war... Kurz mal den Halt machen. Es besteht kein Zweifel. Genau wie der gefrorene Blitz in Midgard. Doch ich war noch nie hier. Seltsam. Ah, guck mal, da drüben ist noch Ahirsch. Okay, hier geht's also dann auch nicht weiter erstmal. Da drüben ist noch ein Riss. Oh, der war unnötig. So, dann können wir erstmal hier runter. Hier auch. Bevor wir jetzt hier die Nacht einläuten, will ich mich erstmal am Tag natürlich umsehen. Und ich habe auch noch was vergessen, aber wir müssen ja eh nochmal hin. Was war das? Puh, ganz schön großes Gebiet hier. Irgendwas stimmt damit nicht.